Hallo ihr Lieben, wir haben dies, wir haben jenes, wir denken dies und wir denken jenes. Vielleicht haben wir Sorgen, was die Zukunft betrifft. Vielleicht denken wir an unsere Vergangenheit, was alles schiefgelaufen ist. Vielleicht haben wir Kummer, weil jemand gerade verstorben ist. Vielleicht fragen wir uns, was die Zukunft bringt, wann der Tod uns selbst ereilt oder ob. Was die Verwandtschaft so macht, die Familie, mein Job und die ganzen Sachen. Und das erzeugt in unserem Bewusstsein ein erhebliches Getöse, einen unglaublichen Gedankenlärm, der wie ein riesiger Magnet fast die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn wir da nicht achtsam sind, fallen wir immer wieder in den unglaublichen Strom der Gedanken hinein, der eine unglaubliche Kraft hat, uns mitzureißen und zu bewirken, dass wir unsere Achtsamkeit verlieren. Also sei achtsam, was in dir geschieht. Ich nenne das oft Selbsterforschung oder nach innen zu gehen. Und das ist der Beginn vom geistigen Erwachen. Es ist unabdingbar, es ist sehr wichtig und es erfordert auch eine gewisse Disziplin und Übung, immer wieder nachzuschauen, was geht eigentlich gerade in mir vor. Gerade jetzt, in dieser trubligen Zeit, wird unser Geist sehr nach außen gezogen durch die Geschehnisse der Welt. Dann haben wir manchmal das Gefühl, dazu kommt noch im Privatbereich etwas dazu, mehr als je zuvor. Und so denken wir manchmal, wie soll ich das denn alles nur schaffen? Und schon sitzen wir da, vielleicht mal abends oder irgendwann, wenn wir Zeit haben, auf unserem Sofa und fragen uns, wie soll das alles weitergehen? Der Geist ist voll, ich möchte fast sagen voll gemüllt, mit allerlei Konzepten und wir beschäftigen uns fast nur noch damit und merken es aber nicht mehr, das ist das Allerschlimmste. Dein Geist ist befasst mit Konzepten, die aus der Vergangenheit stammen, mit den sogenannten Erfahrungen, die werden dann in eine scheinbare Zukunft projiziert und dann glauben wir wissen, wenn wir noch mehr nachdenken, wie der Hase in der Zukunft hoppeln wird. Weit gefehlt. Du weißt nichts, du kannst deshalb nichts wissen, weil du nur ein Gedanke bist. Ein Gedanke kann nichts wissen, ein Gedanke ist im allerbesten Fall auftauchendes Wissen im Gewahrsein, das du bist. Das ist dein wahres Du. Vorhin sprach ich zu dem Ego, das in Wahrheit gar nicht existiert. Ego, du bist nur ein Gedanke, mehr nicht. Und wenn du, liebes Sein, das jetzt hörst, kannst du dessen gewahr werden. Du kannst achtsam werden für das, was da in dir vorgeht. Du kannst achtsam werden auf das, worauf du hereinfällst, fast ständig. Und egal, wie interessant unsere inneren Inhalte sein mögen, sie sind es in Wahrheit nicht, sie sind bedeutungslos. Bedeutsam ist nur die Stille, die du hier bist. Ziehe also deine Achtsamkeit von diesem inneren Getöse weg. Lasse alles Denken einfach mal sein. Das bedeutet nicht, dass du es mit Zwang schaffst, ein State of No Mind herzustellen, sondern lass das Denken einfach da sein. Dann wird eben gedacht, aber achte nicht mehr drauf. Liebes Sein, komm hierhin, jetzt. Sei still. Die Stille zu entdecken, deine wahre Natur, ist der beste Anker, den du hier als Mensch finden kannst. Das heißt also nicht, dass du immer nur vollkommen geistig still bist oder sein solltest, sondern dass du deinen Anker endlich findest. Die Verankerung, die du bist, die unumstößlich ist, das ist deine wahre Natur. Und aus dieser Verankerung heraus kannst du natürlich wieder in die Welt gehen und arbeiten, sprechen, auch denken und die ganzen Sachen tun, aber immer mit dem friedfertigen,
friedvollen Fundament im Hintergrund. Das erfordert Übung. Komm also hierhin und sei still und fühle das. Das ist die Präsenz. Das ist die gegenwärtige Stille, der Frieden, der immer bleibt, selbst wenn der Körper zerfällt, selbst wenn alle Situationen zerfallen und auch wenn deine oh so aufregenden und spannenden Inneninhalte zerfallen. Denn ist schon jemals irgendetwas in der Welt der Formen so geblieben, wie es jetzt ist oder wie es war? Wohl kaum. Das bedeutet, dass wenn sich alles verändert und du das wahrnehmen kannst und aus deiner Erfahrung bestätigen kannst, dass dein wahres Wesen unveränderlich sein muss. Ist es nicht so? Das bist du, das unveränderliche, unbenennbare Eine, das bleibt und das ist, immer im zeitlosen Jetzt, egal was dem Körper widerfährt. Wenn der Körper stirbt, was eintreten wird, bist du noch da. Und deshalb ist es wichtig, sich damit vertraut zu machen und sich nicht noch immer weiter mit einer kleineren Figur zu identifizieren, mit Gedanken zu verwechseln, mit sorgenvollen, die sowieso sich ständig austauschen und dann hast du mal wieder Tagesfreude. Und einen Tag später geht's dir noch anders. Vielleicht bist du dann neutral oder etwas verstimmt oder sonst was oder euphorisch. Das kommt und geht. Stimmungen kommen und gehen, Gedanken kommen und gehen, du bleibst. Nutze diese menschliche Form hier, um das zu erfahren, was du bist. Finde deine wahre Natur. Sie sucht sich ja schon. Ich will dich hier nur ein bisschen unterstützen, damit du endlich damit vertraut bist, was du bist. Denn das bleibt ewig. Das kann ich dir garantieren. Also ist es äußerst hilfreich, nicht überrascht zu werden, wenn der Körper stirbt, sondern es schon in einer gewissen Weise zu wissen, noch besser, es fühlend zu erkennen. Das spirituelle Erwachen. Erwache aus der Form, aus den vielen Formen, die auftauchen und die behaupten, du zu sein. Eine Figur, eine Person. Persona kommt aus dem Lateinischen, meine ich persona, die Maske. Bist du eine Maske? Vielleicht bist du ein maskiertes Sein, aber du bist das Sein, das vielleicht noch eine Ego-Maske trägt, eine Persona, die Person. Das bist du nicht. Sei präsent. Sei noch viel durchlässiger, noch viel präsenter, denn das ist deine wahre Natur. Hier ist sie etwas geformt oder in eine Form gegossen. Und es mag sein, dass das auch ewig so weitergeht, weil das Sein sich nicht als Nichtsein erfahren könnte. Also gehen die Manifestationen mit einer großen Wahrscheinlichkeit weiter. Doch ist es da sehr hilfreich, wenn du das schon weißt, dann wird das Spiel mit einer großen Wahrscheinlichkeit viel spannender und fröhlicher und unbeschwerter. Leichtigkeit. Jetzt ist es da. Es ist hier. Es ist immer hier. Was fehlt in diesem Moment? Und ich sehe, alles ist gut. Und ich hoffe, du siehst es auch.
Bis bald.